Thank you.
habe schon 20 solche Patienten gehabt. In 4 Wochen. Doktor, es regelt sie mich nicht. Es sind schon Leute am Schreck gestorben. Am puren hellen Schreck. In 4 Wochen gibt ein interessantes Präparat. Oh. Und sie selbst aufgedunsen, fett wie Karat, apoplektische Konstitution. Tja, Herr Hauptmann, Sie können eine Apoplexie zählen. Sie können sie aber vielleicht nur auf der einen Seite bekommen. Tja, sie können auch auf der einen Seite gelenkt werden. Oder im besten Fall nur unten. Oh Gott, was? Tja, das sind so unten. Übrigens kann ich Sie versichern, dass Sie einen von den interessanten Fällen abgeben werden. Und wenn Gott will, dass Ihre Zunge zum Teil gelebt wird, so machen wir die unsterblichsten Experimente. Sie werden sagen, er war ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Hey, okay. Was hetzt er sich so an uns vorbei? Leider doch, Rotek! Er läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durchs Bett. Man schneidet sich an ihn! Die Vollbette aller Universitäten zu rasieren und würde gehängt zu sein. Noch ein letztes Mal. Ja, richtig. Die langen Bärte. Was wollte ich noch sagen? Ein langer Bart und eine Kinn. Schon Plinius spricht davon. Man muss ihn als Soldaten gewinnen. Die langen Bärte, was ist Wozzeck? Hat er nicht ein Haar aus seiner Bart in seine Schüssel gefunden? Er versteht doch ein Haar von einem Menschen, vom Bart eines Sabins oder eines Unteroffiziers oder eines Bombenhagers.
mein braves Weib. Was wollen Sie damit sagen, Herr Doktor? Und Sie, Herr Hauptmann? Was der Kerl für ein Gesicht macht, nun, wenn auch nicht gerade in der Suppe, aber wenn er sich heilt und um die Ecke läuft, so kann er vielleicht noch auf ein paar Lippen eins finden, ein Haar nämlich. Übrigens ein paar Lippen. Oh, ich habe auch einmal die Lippen gefühlt. Aber Claire, er ist der Kreider weiß. Herr Hauptmann, ich bin ein armer Teufel, hab sonst nichts auf dieser Welt. Herr Hauptmann, wenn Sie Spaß machen... Spaß? Ich? Das ist der! Herr Hauptmann, hier ist manchen Höllenreich. Ich wollte manchen Stein dagegen. Lassen Sie sich! Nein! Herr, Spaß auf seinem Armen! Herr Hauptmann! Ich mein's gut mit ihm. Es ist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Ihr seid hinnommen, dieser Patek! Er wird ganz hilflich vor den Menschen und die verzweifelt. Das hab ich nicht gehört. Ein guter Mensch ist dankbar gegen Gott. Ein guter Mensch hat auch keine Courage. Nur ein Hundsfott hat Courage. Nur ein Hundsfott. Hundsfott. Du hast einen roten Mund,
einen roten Mund. Keine Blase drauf. Du bist hirnwütig, Franz. Ich fürchte mich. Du bist schön wie die Sünde. Aber kann die Todsünde so schön verbieten? Teufel hat er da gestanden! Die Weile taglang und die Welt alt ist, können viele Menschen an einem Platze stehen, einer nach dem anderen. Ich habe ihn gesehen! Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und wenn man nicht blind ist. Wie heißt es?
Alles
es, ich kann nicht schlafen. Wenn ich die Augen zumach, dann seh ich sie doch immer und ich hör die Geigen immer zu und dann springt's aus der Hand heraus. Es tut nichts anderes, wie ich sage, zwischen Blitz ist immer vor den Augen wie ein Messer, wie ein breites Messer. Schlaf, Narr. Meine Herr und Gott. Yeah.